Da ist doch immer noch das brennende Haus. Das irritiert mich die ganze Zeit schon. Ich frage mich, ob es damit auch noch irgendwas auf sich hat. Und das Apartment befindet sich höchstwahrscheinlich ganz genau hier. Hallo? Ein zerbrochener Spiegel, hat das eine Bedeutung? Also diese Wohnung hier ist ganz schön heruntergekommen, wenn das tatsächlich Joyce Wohnung ist. Dann holla die Waldfee. Aber ich weiß nicht, ob das Joyce Wohnung ist. Ich gucke erstmal nach oben. Der Keller ist ja versiegelt. Hier, das ist Joyce Wohnung. Die Tür gibt nicht nach. Okay. Das ist, ja, doch. Ich kann schon irgendwo verstehen, warum sie das eventuell ein kleines bisschen beunruhigt. In Oakmont hält man den Mund, kleines Mädchen. Dies ist mein zweiter Besuch. Und gleichzeitig meine letzte Warnung. Wenn du es auch nicht schaffst, mit zugenähtem Mund zu schweigen, nähe ich aus deiner Haut ein paar Schuhe. So wie ich aus deinem Hündchen eine Puppe genäht habe. Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Alter. Grundgütiger, ist das Hundehaut? Sie ist noch nicht mal trocken. Oh nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Symbol nichts Gutes verheißt. Oh nein, nicht der Hund. Ich kenne den Hund zwar nicht, aber Alter. Da scheint ja jemand richtig gut nähen zu können. Oh Gott, hier haben sie die Puppe gemacht. Abgesagt. Aber sie war gut genug, um den Auftritt zu bekommen. Das Schicksal hat ihn einen bösen Streich gespielt, Joy. Die Trophäe hat Joy bei einem Gesangswettbewerb gewonnen. Ein gemütliches Plätzchen, von dem jedes Haustier nur träumen kann. Oh, ist das mies. Oh, Alter, ist das mies. Meine liebe Joy, wir wissen, wie viel dir die Musik bedeutet, aber die Stimme zu verlieren ist kein Weltuntergang. Auch uns schmerzt es, dass du nicht mehr singen kannst, aber vielleicht ist es besser so. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du weiterhin so viel getratscht hättest. Es gibt übrigens gute Neuigkeiten. Wir haben eine Stelle für dich in der Bibliothek gefunden. Du kannst ab sofort anfangen. In Liebe, Mom und Dad. Was ist das? Das ist Kamera? Verflucht. Teile der Kamera sind geschmolzen. Die Fotos sind definitiv hinüber. Na gut. Da kann ich anscheinend nicht durch. Also in den Keller können wir auch noch nicht. Also in den Keller könnte ich eventuell schon, aber... Klick, klick. Ein Besucher. Wer ist da? What? Mein Gaul! Sie ist es! Sie ist es wirklich! Ich brauche einen Beweis! Wo ist meine Kamera? Ah! Okay. Komm her! Komm zu Granny, liebes Hündchen! Was? Das ist so gemein! Einen Stich hier und einen Stich dort. Schon sind Fleisch und Haut durchbohrt.
Das wird eine reizende Puppe. Also, wie hat sich das abgespielt? Aber offensichtlich, mit wem auch immer wir es hier zu tun haben, das scheint ja in Oakmont keine unbekannte Größe zu sein. Der Nachbar wusste ja, womit wir es hier zu tun haben. Also sie ist reingekommen, hat den Hund geholt. Komm her! Komm zu Granny, liebes Hündchen! Hat den Hund genäht. Einen Stich hier und einen Stich dort. Schon sind Fleisch und Haut durchbohrt. Das wird eine reizende Puppe. Dann hat der Nachbar das Ganze bemerkt. Bei Kauil, sie ist es. Sie ist es wirklich. Ich brauche einen Beweis. Wo ist meine Kamera? Und dann hat sie den Nachbarn bemerkt. Klick, klick. Ein Besucher? Wer ist da? Jemand drang in Joys Wohnung ein, tötete ihren Hund und nähte dann dieses Ding daraus. Dürfte eine Warnung an sie sein. Und dann platzte ein Nachbar herein. So von der Stimme her, die erinnert mich so ein bisschen an Bethany aus Clive Barkers Undying. So, der Nachbar platzte herein, damit wir doch jetzt irgendwie... Die Tür gibt nicht nach. Zu dem Nachbarn. Okay, der scheint ja vor ihr geflohen zu sein. In den Keller vielleicht? Jo, das habe ich mir schon gedacht. Dass wir da noch hin müssen. Gut, dass wir nicht gleich dahin sind. Ich weiß nicht, vom Gefühl her höre ich noch einen. Aber der ist wahrscheinlich hier oben, wa? Ja, ein paar von den Kleinen sind es, ne? Na ja, gut, die sind ja letztendlich nicht so furchterregend. Okay, gucken wir mal, welche Geheimnisse der Keller noch bietet, wobei ich ja eigentlich schon weiß, wo ich suchen muss. Nämlich hier. Denn da finden wir den Schlüssel zu seiner Wohnung. Okay. Cool. Oh, ich mag diese Detektiv-Ermittlungen hier in diesem Spiel. Voll gut. Voll gut gemacht, ey. Kaum zu glauben, dass ich neben Joy Hayden wohne. Oh, Kauil, wie ich ihre Songs liebe. Erst heute Morgen habe ich sie gesehen und es stimmt. Ihr Mund ist zugenäht. Die Gerüchte über ihr Karriereende sind also wahr. Das muss das Werk von Granny Weaver gewesen sein. Der Name sagt mir sogar was. Ich kann ihn zwar gerade nicht zuordnen, aber irgendwas sagt mir das. Endlich bekomme ich die Möglichkeit, die Hexe mit eigenen Augen zu sehen. Und vielleicht sogar ein Foto von ihr zu machen. Wenn sie nicht bei Joy auftaucht, gehe ich einfach einer anderen Spur nach. Irgendwie finde ich schon heraus, wo sie wohnt.
Ich vermute stark, dass Arthur Cox bei seinen Nachforschungen über die Geschichte von Oakmont auf ihren Unterschlupf gestoßen ist. Er muss darüber geschrieben haben. Arthur Cox. Keine Anzeichen irgendeiner Verletzung. Aber er sieht so aus, als hätte er den Teufel höchst selbst gesehen. Was war das? Da scheint jemand Märchen zu mögen. Märchen ohne, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Okay, mein Hinweis ist also Arthur Cox und seine Nachforschungen. Über die Stadt. Arthur Cox, Geschichte von Oakmont. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir in die Bibliothek müssen. Für unseren nächsten Schritt. Und vielleicht kriegen wir ja von Joy, wenn wir gerade schon mal da sind, noch die ein oder andere Information. Ich glaube es zwar fast nicht. Die Bibliothek ist da hinten. Das hier in der Nähe. Ja, zumindest relativ gesehen, ne? Machen wir eine Schnellreise hin, oder? Arbeiten wir die Nebenquest jetzt schon mal ab. Wenn wir dann bei der Bibliothek unsere Nachforschungen machen, dann können wir auch noch mal bei der Zeitung vorbeischauen und gucken, ob es da weitere Hinweise gibt. Der hat ja gesagt, er meldet sich später noch mal zurück. Granny Weaver. Ich habe das Gefühl, dass wir das schon mal gehört haben. Sorry. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wo wir das gehört haben, aber das kommt mir bekannt vor. Wo haben wir das schon mal gehört, verdammt? Ich bin noch gar nicht da, ne? Das ist natürlich vielleicht erstmal argwöhnische Nachbarschaft. Lesen wir das doch erstmal. Ich habe von einem neuen Ort erfahren, wo sie fündig werden könnten, und zwar nahe dem Friedhof. Ich hoffe, die Leute schlafen tief und fest, wenn sie dort auftauchen. Alle. Ecke Hurricane Road und Baker Street. Im westlichen Teil des Bezirks Reed Heights. Da drüben, ne? Jo. Ist sogar mit einem Symbol markiert worden. Wir haben gerade einen Fähigkeitenpunkt gekriegt, ne? Fällt mir gerade so ein. Blitzfäuste. Du bist im Nahkampf schneller. So, 4 Punkte noch. Also, insgesamt noch 8000 Erfahrungspunkte. Das werden wir ja wohl schaffen, oder? Ich habe mir schon gedacht, dass der explodiert. Oh. Und jetzt weiß ich tatsächlich auch, warum der uns nicht weiter verfolgt hat. Weil der hier gar nicht hin konnte. Weil ich hier theoretisch nicht hin konnte. Na gut. Ja, toll. Hätte ich mal ein bisschen genauer geguckt, wa? Da müssen wir rüber. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie hoch. Aber das hier ist ja der gleiche Weg, den wir vorher auch hatten. Das heißt, wir müssen hier runter.
Und dann von hier aus wieder hoch, jawohl. So langsam prägt man sich das Layout ein, ne? Weil es ist ja eigentlich immer das Gleiche. Hier ist jetzt die versteckte Wand. Okay. Oh. Ach da. Ein Armreif. So, so. Die Innenseite des Armreifs ist mit kurzen Stacheln bestückt. Offenbar wollte der Erschaffer dieses Schmuckstückes sicherstehen, dass sein Träger niemals vergisst, was er da gerade trägt. So, dann holen wir uns jetzt einfach noch das letzte Ding. Ist ja eigentlich nur eine Schnellreise entfernt. Und dann können wir das schon mal abhaken. Hat tatsächlich bei weitem nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet habe. Als ich diese Quest das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Aber letztendlich war sie tatsächlich relativ angenehm, weil wir halt auch relativ viele Erfahrungspunkte damit wieder gekriegt haben, ne? Und jetzt einfach hier hin und dann einmal hier um die Ecke und das passt schon. Müsste ich eigentlich hier direkt rechts dann die Straße runter und dann müssten wir ja tatsächlich eigentlich schon da sein, ne? Kommen Sie näher. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. So, hier müssen wir jetzt schon die Augen aufhalten. Da das ein relativ langer Abschnitt ist, auf dem sich das hier irgendwo befindet. Da. Und hier haben wir jetzt dann also das kuriose Sammlerstück eines Reichen. Irgendein reicher Kerl hat damit angegeben, ein seltsames Schmuckstück von einem Fischer erworben zu haben. Der reiche Kerl ist bei der Flut umgekommen. Daher müssen sich die Fischmenschen jetzt wohl einen anderen Informanten suchen. Dennoch, das Gold muss gefunden werden. Goldbridge Road. Zwischen der Bullock Street und der Windhalf Avenue, im nördlichen Teil des Bezirks Old Grove. Genau da sind wir jetzt auch. Bist du da? Hier ist es so kalt, dass ich kaum den Stift halten kann. Sag meinen Freunden, dass sie zurückkommen sollen. Sie scheinen Angst bekommen zu haben. Was habe ich denn getan? Ich habe mich doch nur zu Wort gemeldet. Wenn ich das Vieh denn schon mal sehen würde, dass ich weiß, wohin ich mich verteidigen muss. Ich würde im Obergeschock einfach rumgeistern. Oder alternativ auch hier unten. Das kann natürlich auch sein. Was das vor allem immer die Dicken sind, ne? Von denen sind gefühlt hier wesentlich mehr unterwegs. Ja gut, was heißt wesentlich mehr als die anderen, aber es sind halt ständig, ne? Ständig die Großen. Eigentlich bei jeder Quest inzwischen, bei jedem Ort. Okay.
Okay, interessant. Irritierend. Ein kleines bisschen verstört. Aber auch interessant. Ich weiß jetzt gerade nur nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Denn solange das hier im Gefecht, als im Gefecht zählt, vielleicht muss ich auch vom Keller aus. Das können wir natürlich nochmal probieren. Das Bild ist natürlich hässlich, ne? Das war hässlich und unheimlich. Ich würde so ein Bild tatsächlich bei mir nicht aufhängen wollen. Aber ich habe gerade ein ganz böses Gefühl. Ich muss irgendwie dahin kommen, wo dieses Vieh ist. Hier ist auch nirgendwo ein Loch, ne? Dann also anders. Weit genug weggehen und dann wieder zurück. In der Hoffnung, dass ich diese Wand dann untersuchen kann. Denn ich vermute mal, dass das eine Illusionswand ist. Mit dem Gemälde da dran. Hat mich relativ viel gekostet. So, aber wenn wir im Gefecht sind, ja. Wenn wir im Gefecht sind, dann können wir ja diese spezielle Einsicht hier nicht benutzen. Und weil dieses Monster hinter dem Gemälde getriggert war, haben wir uns immer automatisch im Gefecht befunden, sobald wir diesen Flur betreten haben. Deswegen kann man hier nicht weiter. Deswegen war das total fies eben. Trotzdem hier schon mal ein bisschen Munition nacherschaffen. Und da ist die Schnalle und damit der Fall alles, was glitzert, abgeschlossen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da noch einen Folgefall für gibt. Wir werden es sehen, wir gehen gleich nochmal zur Zeitung. Eine Schnalle, die so gefertigt wurde, dass sie dem Gesicht einer schrecklichen Meereskreatur ähnelt. Denn das müsste einer der DLC-Fälle gewesen sein. Und es hieß, dass der dritte DLC-Fall ein Folgefall für den zweiten ist. Und wir haben den zweiten hier gerade abgeschlossen. Ich mache aber, glaube ich, wieder eine Schnellreise. Und das Blackwood-Anwesen, das sehen wir uns an, wenn wir diese Nebenaufgaben hier fertig haben. Erstmal würde ich doch tatsächlich ganz gerne das Geheimnis um Granny Weaver lüften.
finde die Geschichte allgemein dahinter auch sehr interessant. Will heißen, ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte dann noch entwickelt. Hier ist die Zeitung. Bin mal gespannt, ob es hier noch was zu tun gibt oder wir dann demnächst hier durch sind. Passen Sie auf sich auf. Anscheinend gibt es hier nichts weiter zu tun. Okay. Irritiert mich jetzt halt nur ein bisschen, weil die Rede von 3 Quests war. Aber ist schon in Ordnung. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Season Pass. Insgesamt 3 Quests, aber die kommen halt erst so nach und nach. Und nicht alle 3 auf einmal. Keine Ahnung. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Damit soll dann auch gut sein. So, jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Was unsere Recherchen ergeben und vor allem auch, ob Joy uns irgendwas mitteilt. Und ich bin so doof, ich wollte doch noch zu Throckmorton und Carpenter, wir waren gerade da. Da, Joy, ab hier. Ich habe ihren Hund gefunden, Joy. Wo? Geht es ihm gut? Tut mir leid, ich fürchte, Sie werden Ihren Hund nicht wiedersehen. Oh, Kawil. Arme Ginger. Ich habe mich bei Ihnen umgesehen, Joy. Und es sieht nicht gut aus. Ihr Nachbar ist tot und sagen wir so, es war keine natürliche Todesursache. Tot? Egel und Tain. Was nun? Sie verschweigen mir etwas, Joy. Kommen Sie schon. Ich muss wissen, womit ich es hier zu tun habe. Nee, macht alles nur schlimmer. Granny Weaver, erzählen Sie mir von ihr. Kann nicht. Sie will nicht, dass Sie mir etwas sagen. Warum? Mein Fehler. Nicht böse sein. Tut mir leid. Joy? Tut mir leid. Wirklich. Das ist eine ernste Sache, Joy. Und ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mir keine Anhaltspunkte geben. Nicht böse sein. Kann nicht. Mein Fehler. Tut mir leid. Was soll das? So geht das einfach nicht. Helfen Sie sich selbst, bei Gott. Zu gefährlich. Tut mir leid. Das ist reine Zeitverschwendung. Man sieht sich. Gut. Dann recherchieren wir halt auf eigene Faust. Das kriegen wir schon hin. Schweigen ist Gold. Und den Hinweis hatten wir ja hier schon. Nämlich das zerfledderte Tagebuch. Ich muss mal gerade mal ein bisschen anders hinsetzen hier. So. Wir wissen den Autor. Das ist nämlich Arthur Cox. Rubrik Geschichte wissen wir auch und Region ist regional. Die Legende von Granny Weaver. Die Legende handelt von Anne Osborne, einer der Salem-Hexen, die nach Oakmont floh und Weberin wurde. Ihre Enkelinnen wollten etwas über Hexerei wissen und mussten schwören, niemandem davon zu erzählen. Bald darauf fand man in der Kanalisation von Oakmont 2 tote Mädchen, deren Münder zugenäht waren, und Anne Osborne ward nicht mehr gesehen. Viele Menschen in Oakmont glauben, dass ihr Geist all jene heimsucht, die Geheimnisse der Stadt preisgeben. Es heißt, man könne Granny Weaver für 100 Jahre aus dieser Welt bannen. Sie wohnte wohl in der Beacon Street, zwischen der Windhalf Avenue und der Century Avenue.
im westlichen Teil des Bezirks Old Grove. Ah, das ist schön. Wenn wir jetzt sowieso wieder nach Old Grove zurückgehen, dann können wir auch bei Throckmorton und bei Carpenter nochmal vorbeischauen. Wer weiß, vielleicht gibt's ja da noch irgendwas.